was wir von Meditation denken. Wie Meditation eigentlich aussieht. Okay, gut. Das mit der Cola war zugegebenermaßen etwas übertrieben. Was ich damit lediglich andeuten möchte ist, dass spirituelle Praktiken und unser Leben im Westen deutlich kompatibler sind, als die meisten denken. Eine aktive Form von Meditation ist das Laufen. Laufen kann uns in einen Flow-Zustand bringen. Laufen kann dich in den jetzigen Moment holen, deinen Kopf frei machen. Es kann Spaß machen und es kann hart sein. Es kann belohnend und bestrafend, aber auch neutral und langweilig erlebt werden. Beim Laufen gibt es nur deine eigenen Widerstände. Nichts, das dich von außen abhält, über dich hinauszuwachsen. Genau wie beim Meditieren. Das Laufen bildet eine Arena, in der du der einzige Kontrahent bist, den es zu bezwingen gilt. Am Anfang fängt alles ganz beliebig an. Die Tätigkeit erscheint überschaubar und wird als nichts wirklich Besonderes erlebt. Genau wie das Meditieren. Doch sobald sich die ersten Schweißperlen auf deiner Stirn bilden, merkst du, wie dein Kopf frei wird und über deinen Körper in das Jetzt gelangst. Dieser Zustand, in dem das Laufen anfängt, einen gewissen Grad an Herausforderungen anzunehmen, kann sich ziemlich episch anfühlen. Man tritt in einen höheren Bewusstseinszustand, in dem man sich stark, beflügelt, kreativ und visionärisch fühlt. Man läuft nicht einfach nur noch so, man läuft für etwas. Und die Leere deines Kopfes wird zur weißen Leinwand für den Pinsel deines Unterbewusstseins. Das anfängt dir plastisch und lebhaft deine Träume vor dein geistiges Auge zu porträtieren. Vielleicht siehst du dich, wie du gerne sein möchtest. Vielleicht bekommst du kreative Ideen für ein Buch, das du schon immer schreiben wolltest. Vielleicht erkennst du, dass du mehr erreichen kannst, als du dir normal zumuten willst. I have a dream today. Natürlich solltest du hierbei nicht den Fokus verlieren. Fortgeschrittene Meditierende berichten ebenfalls von solchen Zuständen, in denen während der Meditation ein Überfluss von kreativen Einfällen und Inspirationen entsteht. Du merkst, wie du immer mehr raus aus einem Zustand von Tun und rein in einen Zustand von Sein gelangst. Sein bietet Raum und Raum bietet Möglichkeiten. Dein Bewusstsein fängt also an, sich auszuweiten und verkörperst eine zunehmend expansive Form von Energie. Das Laufen fängt an, Spaß zu machen und wird zu einer in sich belohnenden Erfahrung. Doch je nachdem, wie fit du bist, passiert irgendwann Folgendes. Dir geht die Puste aus. Richtig? Und von einem beflügelten, expansiven Sein-Modus gleitest du schnurstracks in einen Modus, in dem es einfach nur noch ums Überleben geht. Und alles, woran du denken kannst, ist Schmerz. Ich will nicht mehr. Wie lange noch? Kommt dir das irgendwoher bekannt vor? Statt sich auszuweiten, zieht sich diese Energie nun zusammen und du kommst in einen ressourcenärmeren, egozentrischen Kampfmodus, in dem du dich mit Tunnelblick von Zwischenziel zu Zwischenziel hechelst. Du bist nicht mehr auf den Prozess des Laufens an sich fokussiert, im Sinne von, der Weg ist das Ziel. Oh nein, du läufst nur noch, um endlich verdammt nochmal anzukommen. Und anstatt dich in melodischer Zen-Energie zu bohren, meditierst du nur noch, damit es endlich vorbei ist. Und jetzt rate mal in Richtung, welches Zustandes du dich durch regelmäßiges Training in deinem Leben entwickeln möchtest. Richtig. Und siehst du, bei dieser Entwicklung ergänzen sich Laufen und Meditation hervorragend. Denn Körper und Geist arbeiten Hand in Hand. Wenn der Körper fit ist, ist der Geist frischer. Und wenn der Geist fit ist, wird der Körper robuster und ausdauernder. Lauf für Klarheit, lauf für Energie, lauf für Willensstärke, lauf für Selbstvertrauen. Beides wird dich auf subtile Art und Weise viel über deine Psyche lehren. Als Bonus wirst du merken, wie du deutlich mehr Energie bekommen wirst, dich intuitiv zu gesünderem Essverhalten und produktiverer Freizeitgestaltung hingezogen fühlst. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch einen Daumen hoch und drück auf Abonnieren für mehr Videos in naher Zukunft. Bis dann.